Scheiße. Sieht übel aus. Ist schlimmer. Glaub mir. Was Sie vorhin sagten, ich weiß nicht, was ich glaube. Sag mir nur, du zerstörst die G-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Du vertraust dem Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söldnerin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Hoffe, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt, so, Lien, mein Freund, was machen wir jetzt? Aber selbstverständlich. Irgendwie ist die Stimme hier freundlicher als die ganze Zeit. Vor allem ist es hier auf einmal hell, war das nicht die ganze Zeit dunkel? Ich habe gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon zwei. Ich war schon in Sorge. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte, sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die G-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Oh, Leon. Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt habe, so sehr ich dir vertrauen will, ich tu's nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen, also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Dann erschieß mich. Wenn du glaubst, du kannst es. Auf dich auf, Leon. Nein!
Oh nein! Oh doch, wir wissen es nicht. Weil Ada wohl offensichtlich nicht die war, die sie vorgegeben hat zu sein. Aber trotzdem. Wir hätten einfach hier rausmarschieren können. Oh. Okay, wir können nur da rausgucken. Und jetzt geht's auf Zeit. Ich hasse das. Das ist bei jedem, fast jedem Resident Evil Teil, dass das Finale auf Zeit geht. Und ich werde dann immer hektisch und weiß nicht, wo ich hin muss, aber irgendwie schaffe ich es dann doch und weiß am Ende nicht wie. Okay. Dann geht's. Das nehme ich mit. 9 Minuten bis zur Detonation. Wer ist da? Claire! Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell! Ja. Gib's einen Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Vergiss mich. Verschwinde von hier. Verdammt! So, wir haben noch 9 Minuten. Das nehme ich noch mit. Was auch immer das ist, ein Messer. Auf geht's. Da ist noch eine Schreibmaschine. Ah, das speichern wir noch. So viel Zeit muss sein, oder? Wie seht ihr das? Und noch eine Kiste, wahrscheinlich noch für den finalen Bosskampf ausrüsten, aber wir haben nichts. Also, ich glaube, da kann ich jetzt getrost hingehen, wo auch immer wir jetzt hingeführt werden. Ach, haltet die Fresse, ich will nicht dieses. Auf euch habe ich jetzt gar keinen Bock, aber sowas von überhaupt nicht. Müssen wir gucken, ob ich an denen vorbeikomme. Ach, lass mich doch in Ruhe. Exit, Exit. Ein Kraut. Das nehmen wir doch mal mit. Bin ich hier richtig? Da ist eine Leiter. Muss das runtergehen, du Idiot? Ja, danke, Schätzchen. Das hilft mir auch nicht, wenn du mir das sagst. Wo muss ich hin? Gang. Danke. Da raus. Och Gott. Das ist jetzt ein Witz. Danke, Leon. Ich bin ganz deiner Meinung. So, komm, raus da. Weiter, weiter, weiter. Du kannst mich mal. Hier jetzt immer wieder auf die Map gucken, dass ich hier nicht in irgendeine Falle reinlaufe. Aber hier scheint es richtig zu sein. So viel dazu. Weiter. Ja, Lien, du musst definitiv weiter. So, wo sind wir jetzt? Hier ist eine Truhe, hier ist ein rotes Kraut. Das nehmen wir mit und
machen uns da draus das hier. Dann ist hier, was ist das? Verbindungsstecker. Das ist ein Witz. Die kombinieren wir. Brauchen wir dieses Armband noch? Egal. Ah, da brauchen wir den schon, sehr gut. War jetzt nicht so kompliziert. Und schon wieder ein Bosskampf. Auf einem viel zu kleinen Bereich. Hör doch auf mit sowas. Mach doch sowas nicht. Ob die Pistole gegen den Reich? Muss ich da auch irgendwas Bestimmtes treffen? Ich sehe nichts. Ich schieße einfach mal drauf. Schaden kann's ja nicht. Oh shit. Vielleicht muss ich auch noch durchhalten bis unten. Ich weiß nicht, irgendwann muss der Aufzug ja aufhören. Nope! Verdammt. Aber solange ich am Fahren bin, ist ja theoretisch noch alles gut. Oh, da sieht man schön die Kratzer am Rücken. Gesundheit sieht doch gut aus. Oh shit! Und weiter geht's. Nicht gut. Ja, das trifft's ganz gut, Leon. Oh nein. Oh doch. Okay. Hm, das war dumm. Und er ist ziemlich... Oh, fuck. Der ist ziemlich träge. Okay, der Bereich wurde verkleinert. Lauf, 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 lauf. Fucking ja. Ich habe halt keinen Platz im Inventar, ne? Doch. Ey, da lebt noch. Ey, da lebt noch. Wenn so viel auf einmal passiert. Ey, da lebt noch. Die hatten es einfach mal so einen Raketenwerfer geschenkt. Wo muss ich hin? Ihr wollt mich verarschen.
So, ich laufe jetzt einfach durch. Da ist der Zug. Unglaublich, aber ich vermisse sie. Leon? Hey. Geschafft. Hab ich dir doch gesagt. Wir haben's durch. Wir haben Resident Evil 2 durchgespielt. Oh mein Gott, da ist am Schluss jetzt so viel passiert, dass ich jetzt noch ein bisschen sprachlos bin. Aber was kann man zum Spiel sagen? Es ist mega geil umgesetzt. Wenn man das alte kennt, die haben genug geändert, dass es anders ist als früher, aber man erkennt alles wieder. Der Kampf mit dem Krokodil zum Beispiel in der Kanalisation war ja jetzt hier nur abhauen und am Schluss auf die Gasleitung schießen. Das war ein richtiger Bosskampf im alten Teil. Aber hier fehlen noch zwei wie heißt's? Mutationsstadien von G von William Birkin. Wahnsinn. Die haben das echt gut umgesetzt. Sehr, sehr gut gemacht. Gefällt mir echt gut. Haben sie richtig gut hingekriegt. Auch horrormäßig, atmosphäremäßig im Polizeirevier. Vor allem, da ging mir oft mal die Klammer. Bin doch alles mal böse erschrocken. Nee, es gefällt. Nee, einfach nur super umgesetzt. Super gemacht. Schön gemacht. Viel Liebe zum Detail und auch das, dieses Easter Egg zum Beispiel, dem Polizeirevier mit dem zerstörten Spiegelfenster, mit dem, wo eigentlich im Original der Licker durchgesprungen ist, um einen zu erschrecken. Wo ich noch gedacht habe, da gibt's einen Jumpscare und nee, sie haben es als Easter Egg eingebaut. Und so Sachen, so Kleinigkeiten, wenn man das Original von der PlayStation damals noch kennt. Und dann das gespielt hat, man erkennt vieles wieder. Ach, nee, ich finde, wenn ich sage, es ist einfach gut gemacht, schön gemacht, richtig geil gemacht, ist, glaube ich, alles dazu gesagt. Und ich weiß nicht, wie groß der Unterschied zwischen der Kampagne von Leon und Claire ist. Aber ich glaube, die Claire-Kampagne kommt auch noch dran. So insgesamt fand ich das Spiel auch sehr rund. Ich fand die Rätsel nicht zu schwer, die waren fair. Ich habe mich nur stellenweise sehr dumm angestellt. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, dem das so ging. Und ich lasse jetzt den Abspann noch fertig laufen. Und wir sehen uns bei unserem neuen Projekt. An alle, die bis hier dabei waren, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns. Mal schauen, was das nächste Projekt wird. Das weiß ich, glaube ich, selber noch nicht. Ich habe ein paar Sachen im Hinterkopf, die ich gerne machen würde. Nur was davon als nächstes kommt. Lasst euch überraschen. Und bis dann und haut rein.
Ach ja, stimmt. Da hat man ja noch die Statistik zum Schluss. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Okay. 8,5 Stunden. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ist es schlecht? Gut? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fürs erste Mal durchspielen. Ist es in Ordnung. Rang C, das ist... Ich glaube, D ist das Schlechteste. Aber egal, Hauptsache wir hatten Spaß. Und den hatte ich definitiv. Und jetzt nochmal. Haut rein!